Der Bayreuther Coach wollte den 60ern gleich zu Beginn ein Schnippchen schlagen. Rüdiger Schieler war laut Mannschaftsaufstellung mit der Nummer 12 eigentlich nur für die Ersatzbank nominiert, stand aber von der ersten Minute auf dem Feld. Die Löwen zu erkennen, traditionell in den blau-weißen Trikots mit den ersten Möglichkeiten. Hier eine durch Andi Löbmann nach etwa 9 Minuten. Es dauerte etwa eine Viertelstunde, bis die Bayreuther langsam zu ihrem Spiel fanden. Rüdiger Schieler ist das gleich, hier ist er am Ball. Und der erste Eckball für die Gäste aus der Wagnerstadt. Wir schreiben die 16. Minute, Eckball durch Schieler. Und dann ist der Ball zum ersten Mal im Netz, das 1:0 für die Spielvereinigung Torschütze Jörg Wolf. Wir werden diesen Treffer gleich noch einmal sehen, ein bisschen abseits verdächtig sah das Ganze aus, aber aus dieser Perspektive ist das sehr schwer zu entscheiden. Die 60er Abwehr hat da geschlafen, zunächst dieser Kopfball. Und dann geht der Ball an Zander vorbei zu Jörg Wolf, der in meinen Augen vielleicht im Abseits gestanden haben könnte. Wie auch immer, 1:0 für die Gäste. Yusufi natürlich unzufrieden, der 60er Trainer, so schnell ein Gegentor, das hatte er natürlich nicht erhofft. Aber seine Mannen kämpften, warfen alles nach vorne, wieder an die Löbmann. Immer wieder anspielbereit, der lange Mann bei den 60ern. Aber die Bayreuther waren brandgefährlich, schwer vom Ball zu trennen, sehr zweikampfstark. Und Heinz Schneider, der Bayreuther, hat hier die Möglichkeit, das 2:0 für seine Mannschaft zu erzielen. Ja, sehr ruhig war man nicht auf der Bayreuther Bank. Da herrschte noch Aufregung. Ein Tor, das ist zu wenig. Man weiß, wie stark die 60er spielen können. Und es gab auch einige gute Aktionen. Hier ein Freistoß durch Detlef Bruckhoff. Der unmittelbare Bayreuther Gegenzug. Das sieht sehr langsam aus, aber die Gäste benötigten meist nur 2 Stationen, um das gesamte Spielfeld zu überbrücken. Armin Eck und Dittwar. Und das macht er wunderschön. Das 2:0 in der 24. Minute, eine Gemeinschaftsaktion von Jörg Dittwar und Armin Eck. Da haben sich die 60er klassisch ausspielen lassen. Ein herrliches Tor. Hier noch einmal die Vorarbeit von Armin Eck. Sicherlich der beste Mann heute in dieser Partie. Und dann Jörg Dittwar, keine Probleme, hat der Bayreuther hier den Ball an Zander ins Netz zu bringen. Und noch so ein Konter. Diesmal über Günter Stockinger, den ehemaligen Löwenspieler. Und Rüdiger Schieler, der schneller ist als Zander, der viel zu spät aus seinem Tor kommt. Und dann noch einmal Günter Stockinger. Das hätte eigentlich das 3:0 für die Gäste sein müssen. Die 28. Minute. Jetzt ein bisschen Verwirrung in der Bayreuther Hintermannschaft. Und dann ist Kurt Pinkerl zur Stelle. Der 31-jährige Ex-Mönchengladbacher, verletzt ging er in diese Partie nach einer schweren Oberschenkelzerrung, aber er wollte unbedingt dabei sein und er schafft den Anschlusstreffer nach 28 Minuten. Hier noch einmal dieses Tor. Da sehen die Bayreuther nicht gut aus und da hat er auch ein bisschen Glück, der ehemalige Profi, durch Freund und Feind und die Hände des Bayreuther Torhüters Roland Grüner schlupft der Ball ins Netz. Das also der Anschluss und nun hofften sie wieder die 60er, wenngleich in der Schlussphase der ersten Hälfte die Gäste noch eine Torchance hatten. Halbzeitstand also 2:1 für die Bayreuther. Und Thomas Zander hatte die Möglichkeit nun für 15 Minuten den Gips von seiner Nase zu entfernen. Er hatte sich ja im Verlauf der letzten Woche das Nasenbein gebrochen, aber auch er wollte natürlich unbedingt dabei sein in diesem Spitzenduell. Die Bayreuther mit einem ihrer gefürchteten Konter. Die Löwen nur mit 10 Mann auf dem Feld, denn Rainer Aigner musste noch 7 Minuten Zeitstrafe absitzen. Und dann klingelte es zum 3. Mal im Kasten der Löwen. Armin Eck, der überragende Spieler der Oberfranken, macht das Tor, ein herrliches, wie ich meine. Da hat er sie alle schlecht aussehen lassen, die 60er, und schiebt den Ball ganz locker und souverän an Thomas Zander vorbei ins Tor. 3:1 also. Für die Gäste, das war so gut wie eine Vorentscheidung. Und die Bayreuther setzt nach. Schieler. Und mit der Nummer 5, das ist Siegfried Gleisner, der hier sogar ein 4. Tor auf dem Fuß hat.
Dann die 56. Minute, eine Folgenschwere für die Oberfranken. Eine Szene, die hier kaum zu sehen ist. Plötzlich fliegt ein Löwenspieler durch die Luft. Es ist Franz Becker. Und Harald Beer, der Bayreuther, soll an ihm eine Tätlichkeit begangen haben. So sah es zumindest der Unparteiische, Herr Ganghofer. Und er schickte den Bayreuther vom Platz. Und er sitzt dann auf der Bank und kann das alles überhaupt nicht fassen. Ist sich keiner Schuld bewusst. Die Bayreuther also von diesem Zeitpunkt an nur noch mit 10 Mann auf dem Feld. Aber wenig später auch die 60er. Denn auch Franz Becker musste auf die Bank, 10 Minuten Zeitstrafe nach einer Attacke gegen Bayreuths Schlussmann Roland Grüner. Die Partie nun ziemlich hektisch. 60 wirft nun alles nach vorne, die Bayreuther mit einer wahren Abwehrschlacht. Brokhoff ist das. Und dann Hansi Grünwald. Ja, sie hatten Pech. Sie versuchten alles, kämpften, wollten das Ruder noch einmal herumreißen, aber der Ball wollte nicht ins Tor der Bayreuther. Die Oberfranken kamen kaum mehr aus der eigenen Hälfte. Löbmann und Roland Grüner hauchdünn vor dem Löwenmittelstürmer am Ball. Eine faire Attacke, keine Frage. Wir sehen das hier nochmal. Da kommt Löbmann. Spitzelt sich den Ball ein bisschen zu weit vom Fuß und Grüner, ein klasse Mann im Tor der Bayreuther. Dann brachte Farodin Yusufi in der letzten Viertelstunde mit Frank Wild noch einen weiteren Angreifer, um für noch mehr Druck zu sorgen im Spiel seiner Mannschaft. Brokesch ging nun immer wieder mit nach vorne, der Libero, aber es wollte nicht sein. Hans Wölfel, der Bayreuther Präsident, schmauchte genüsslich an seiner Zigarre. Er wusste, diese Partie ist gewonnen. Dann der Schlusspfiff und überglücklich natürlich die Spielvereinigung Bayreuth, die hier zwei wichtige Punkte entführt hat aus dem Grünwalder Stadion in München, die Titelambitionen deutlich unter Beweis gestellt hat. Und die Bayernliga ist mit diesem Ergebnis 3:1 für die Bayreuther wieder spannend geworden.